Hallo ihr Lieben, wir sind hier bei Steve auf der Farm. Ich bin da hingefahren, habe Stitch mit im Gepäck und Summer Girl habe ich auch ein bisschen gelevelt, noch nicht so viel, weil ich mir heute gedacht habe, ich mache erst die Aufgabe und werde dann später zum Leveln wiederkommen, da das meine Zeit nicht anders zulässt. Ja, ihr erinnert euch daran. Ich zeige es mal, wir hatten gestern eine Aufgabe, die hatte noch ein Zeitsymbol, und zwar ist es der berühmte Abenteuer, die möchte ich gerne mit euch heute machen. Ja, und hier geht es um einen gewissen Nyx Stoneground, den wir noch nicht kennen, der aber auf den Everwind-Feldern wohl irgendwie auf uns wartet. Da war natürlich das Naheliegendste, erstmal hier hinzufahren. Ja, ich werde mich jetzt hier direkt mal in Bewegung setzen und dann gucken wir uns doch mal an, was es mit diesem Nyx Stoneground auf sich hat. Die Everwindfelder, das ist immer ein bisschen weiter, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin mal auf die Karte geguckt. Das müsste so in Richtung dieser Ballons, glaube ich, ungefähr sein. Ich gucke aber vorsichtshalber nochmal. Wir rufen nochmal eben die Karte auf. Augenblick. Ja. Ja, wie auch immer. Wir gucken erstmal, dass wir zu den Everwindfeldern kommen. Es steht da nicht wirklich viel dabei. Wir schauen doch einfach mal. Everwind-Felder. Ja, das sind hier noch die Silverglade-Felder. Ich glaube, das war weiter hoch. Da kann man ganz schön durcheinander kommen, ihr Lieben. Aber ich glaube, das ist... Wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ja. So. Aha. Ich glaube, das ist da hinten. Das sieht ganz danach aus, denn diesen Ballon hat es vorher noch nicht gegeben. Und ihr seht, das wird uns hier gar nicht angezeigt, ne? Auch schön. Ja, und das muss ja wohl sein, ne? Der gute Nyx Stoneground. Das steht auch dran. Ja, mein Guter. So, und jetzt hätten wir natürlich irgendwie einfach unser anderes großes Pferd gebraucht, was wir davor hatten. Denn irgendwie ist unsere Kleine hier, da sehen wir ja gar nichts hier mit Summer Girl. So. Hunger und Müdigkeit werden mich nicht aufhalten. Aber hallo, ich bin der berühmte Abenteurer Nyx Stoneground. Ich bin sicher, du hast von mir gehört. Ich habe gerade ein Wahnsinnsprojekt laufen. Ich werde auf eine neue epische Expedition gehen. Kannst du mir mit einer kleinen Sache helfen, während du hier bist? Ja, das können wir sicherlich machen. Und nein, ich habe noch nichts von Nick gehört. Sicherlich nicht. Aber ja, jetzt lernen wir ihn ja kennen. Also er scheint hier Ballonfahrer zu sein, ein Abenteurer. Super, ich brauche jemanden, der diese Seile für mich losbindet. Dieser Ballon wird mich zum Tal des verborgenen Dinosauriers jenseits der Whaledale-Berge bringen. Ich bin sicher, dass dies eine erfolgreiche Expedition wird. Jo, und das glaube ich nämlich auch. Hoffe ich jedenfalls, weil das Tal der Dinosaurier, davon haben wir schon mal gehört. Das Dino-Tal, das ist ein neues Gebiet und ich hoffe, das ist die Eröffnungsquest dazu. Weil das soll nämlich mystisch sein, also so wie ich es gehört habe und auch schon gesehen habe zum Teil. Ich fand es nicht schlecht und ich hoffe, euch gefällt es dann ebenso. Meine Expedition wird legendär und dadurch, dass du mir hilfst, wirst du ebenfalls weltberühmt. Erstmal muss die Expedition aber losgehen. Es gibt 4 Seile, die du losbinden musst, damit ich losfliegen kann. Ja, so, alles klar. Okay, dann machen wir das doch mal. Das scheint nicht wirklich viel zu sein, was wir hier zu tun haben, oder? Seile losbinden, wenn der jetzt gleich abdüst, was soll ich denn dann machen? Aber vielleicht kann ich dann ja direkt dahinterher. Man weiß es nicht, ihr Lieben, man weiß es nicht. So, wir haben es geschafft. Ja, bitteschön, die Seile sind los, lieber Nick. Alles klar, los geht's. Luftschiffe, Ballons und Zeppeline, das sind super Sachen. Jetzt ist es an der Zeit. Wir sehen uns. Ich begebe mich auf die Reise zum Tal des verborgenen Dinosauriers. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ja, das hoffe ich doch. Und weg ist er. Leute, was ist das denn? Nick hat sich aufgelöst. Er hat sich in Luft aufgelöst. Das ist ja hier mal... Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Blödsinn. Das war aber sehr kurz, ne? Lustig. 4 Minuten hat's gedauert. Ja, ich muss mal eben kurz nachgucken. Wir schauen mal nach, ob da irgendwie jetzt was passiert ist. Nicht, dass wir was übersehen. Nein, wir haben keine laufende Quest, ihr Lieben. Ist ja wohl der Hammer. So, das ist... Oh, das ist Linda. Und Linda scheint eine der Hauptcharaktere zu sein, die überarbeitet worden sind, Leute. Ja, so ist das nämlich. Eigentlich sind sie überarbeitet worden, aber... Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habt ihr noch nicht die überarbeitete Version. Das wird nämlich im Nachgang überall an verschiedenen Stellen geändert. Kann sein, dass wir noch die alte sehen, aber das machen wir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen eine Nebenquest. Wir nehmen Harold im Silverglade Village. Sicherlich mag niemand geschmolzenes Eis. Das werden wir jetzt machen. Wir machen das. Wir gehen nochmal eben zu Harold. Ne? Das ist ja hier Silverglade Village.
ist ja hier direkt. Da sind wir ja. Also liegt das doch sehr nahe, denn 4 Minuten, liebe Leute, ich habe ja schon viel gebracht. Ich habe euch ja auch schon Aufgaben rein mit 8 Minuten, aber 4 Minuten, das will ich euch dann auch nicht antun. Das ist ein bisschen sehr knapp, ne? Deswegen werden wir jetzt 2 Quests auf einmal. Ja. Und dann gucken wir mal, was dann passiert, ne? Damit wir wenigstens einigermaßen was in die Folge kriegen, ist ja der Hit, ne? Ja, und dann können wir ja gucken, wie es weitergeht, ihr Lieben. So, sagenhaft. Ja, ich finde ja diese Hauptquests, die sind ziemlich spannend, ne? Immer wenn es mit den Mädels irgendwas zu tun hat, jetzt Linda in dem Fall. Oder, ne, also das sind hier unsere Soul Rider. Die sind ja als Soul Rider bekannt. Das blieb ja niemandem verborgen, ne? Auch den Leuten nicht, die das noch nicht so lange spielen. Da ist Harold. Weil wir ja den Weihnachtskalender hatten, ne? Und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon mit dabei. Und daher weiß ich auch, wer die Soul Rider sind. Man kann es ja auch überall nachlesen. Es wird ja suggeriert. Das ist auf jeden Fall die spannendste Geschichte und das ist auch der rote Faden in der ganzen Story hier. Also wenn es mit Linda weitergeht, das ziehe ich natürlich nach hinten. Das kam ja auch erst später. Deswegen, wir sprechen erstmal Harold an. Vielleicht hat er auch was Kurzes, dann passt das, ne? Weißt du das Geheimnis des Eises? Man muss nicht nur Milch von Veldelkühen nehmen, sondern die Milch auch die ganze Nacht rühren. Ja, du kannst dir sicher vorstellen, wie müde ich davon bin. Ja, also ich wollte auch nicht die ganze Nacht irgendwie Eis herstellen, ne? Genug von mir. Ich weiß, dass nicht viele dich und Zabergirl schlagen können, wenn es um Schnelligkeit geht. Was sagst du also dazu, mir bei einer Eislieferung nach Firgrove zu helfen? Ja, so, wir müssen Eis transportieren. Und zwar nach Firgrove, hat er gesagt. Tja, dann wollen wir doch mal loslegen. Hier, da oben müssen wir hin. Oha, Leute. So, reite mit dem Eis zu Frau Packard, bevor es schmilzt. Ja, wunderbar. Und Summergirl, super. Summergirl, unsere bummelige Kleine mit Level 4. Oha. Das ist überhaupt nicht lustig. Wir haben jetzt 9 Minuten. Oh, weia. Ja, ich werde mal hier quer durch die Botanik reiten, ihr Lieben, ne? Da haben wir genau das falsche Pferd mit. Egal, macht nix. Wir schaffen das trotzdem. Ich bin mir da ziemlich sicher. So. Jo, ne? Aber das kommt ja dann auf jeden Fall mit unserer Zeit hin. Ich weiß ja nicht, ob da oben noch irgendwas passiert, ne? Ob es da noch irgendwas gibt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ihr Lieben. Wir sehen das. Ja. Schauen wir einfach mal. So, ich nehme jetzt hier auf jeden Fall die Abkürzung. Ihr könnt euch das jetzt komplett angucken. Es tut mir jetzt furchtbar leid. Das ist aber bei solchen Rennen immer so. Ich weiß gar nicht. Ach, Erfahrungspunkte kriegten wir auch für Summer Girl, ne? Ja, das passt ja. Die muss ja noch ein bisschen gelevelt werden. Ja, aber das geht ja. Das geht ja. Ich glaube, das schaffen wir auch. So lange werden wir ja jetzt wohl nicht brauchen. Wo Frau Peckert ist, das wissen wir ja. Frau Peckert ist doch die Oma hier von unserem. Na, der mit dem Hühnerstall. Ne, ihr wisst schon. Uiuiui, heute haben wir aber irgendwie echte Erinnerungslücken hier. Sagenhaft. Jo. Egal. Wie gesagt, ich filme das zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich mit meinen Reisevorbereitungen beschäftigt bin, liebe Leute. Ich bin ja zu dem Zeitpunkt noch nicht weg. Ich meine, wenn ihr das seht, dann wird es wahrscheinlich möglicherweise so sein. Oder auch schon wieder da. Das steht halt nicht ganz fest. Also ich gehe, wie gesagt, ich habe sämtliche Unwegsamkeiten mit eingeplant und hoffe, dass wir dann einen nahtlosen Übergang hinkriegen und demnächst auch aktuellere Folgen. Ne? Denn keine Ahnung, was bis dahin alles passiert ist. Heute zum Beispiel an dem Tag, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist auch ein Update-Tag eigentlich. Und da ist nicht wirklich viel passiert, außer dass es neue Bekleidung gegeben hat, denn die sind immer noch dabei, vom Star Stable Team an der Hauptgeschichte mit den Soul Ridern weiterzuarbeiten. Der erste Teil ist schon draußen. Das betrifft uns aber nicht, weil dazu muss man dann schon das Spiel durchhaben. Also an letzter Stelle angekommen sein. Und das haben wir ja noch nicht. Wir haben ja noch nicht so viel mit den Mädels zu tun gehabt. Aber das wird jetzt wohl in Zukunft dann losgehen. Deswegen haben wir auch Linda in der Aufgabe. Und ja, ich denke, mal gucken, je nachdem, was hier jetzt noch so kommt. Vielleicht machen wir das auch schon morgen, ihr Lieben. Dass wir damit einfach schon mal anfangen. Weil meistens gibt es doch recht viel Erfahrungspunkte, weil es die Hauptstory ist. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr spannend. Es verfolgt ja auch einen bestimmten Leitfaden. Der Rest hier, das ist ja teilweise hier so ein bisschen, ne, so Eislieferung, das sind so Nebenaufgaben. Die haben jetzt nicht unbedingt was damit zu tun. Ich meine, gut, das kann sich vor Ort jetzt gleich noch anders herausstellen, aber wir werden sehen. So, und wir schaffen das hier locker und mit links, obwohl Summer Girl eigentlich erst Level 4 ist, ne, und schlechte Laune hat. Ja,
klappt. Also es ist nicht so wie in Dundle, ne, da hatten wir ja richtig Schwierigkeiten mit den Rennen gehabt, ne, und da habe ich euch ja auch den Tipp gegeben, einfach Ausrüstung anzuziehen, die Werte hat, habe ich jetzt auch nicht, ne, mal wieder, ne, also nicht alles hat Werte hier drauf oder gute Werte. So, wir haben es geschafft. Aber hier war das wieder völlig unnötig. Also die meisten Rennen schafft man auch mit nicht ausgelevelten Pferden, ne? Wie gesagt, Dandel ist ein bisschen knapp. Da ist ja auch die Wegstrecke ein bisschen schwierig. Aber hier, das hat gut geklappt. So, liebe Frau Peckert, ich hoffe, wir haben das geschafft mit dem Eis. Ja, wer kommt denn da? Was für eine schöne Überraschung. Und das Eis, das ich bestellt habe, ist auch da. Ja, bitteschön. Oh, und sie hat noch irgendwas. Was hat sie denn? Celine, du hast ja noch gar nicht von unseren frischen Eiern profitieren können, die wir nur dank deiner Hilfe jeden Tag haben. Willst du nicht für ein wenig Pfannkuchentorte bleiben? Ja, und manchmal denke ich mir, der Text ist ein bisschen komisch. Ja, na gerne. Ach klar, wir essen doch. Also Pfannkuchentorte, Leute, da, also, ne, das machen wir noch. Das habe ich mir gedacht. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ja, manche Sachen kann man halt einfach hinten dranhängen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe keine Eier mehr. Vielleicht kannst du mit Summergirl runter zum Hühnerstall reiten und welche holen. Sprich dann mit Andi. Er hat Eierkartons. Ja, dann werden wir das mal machen. Wir sprechen mit Andi. Andi hieß er, der Gute. Meine Güte, wie konnten wir das nur vergessen? Andi. Jo, dann reiten wir mal zu Andi, ihr Lieben. Ihr wisst ja, wo das ist. Wir sehen uns da gleich vor Ort. Ich will euch den Weg nicht zumuten hier. Ihr braucht das euch nicht angucken, weil ihr hattet ja schon das Rennen. Bis gleich also. So, glücklicherweise ist das alles nicht so weit auseinander. Ach so, und wir müssen direkt zum Hühnerstall da hinten. Ja, dann wollen wir doch da mal hin. Ja, wunderbar. Der Hühnerstall, hier ist er. So, hier können wir uns die Eier dann einfach wegnehmen. Ist ja toll. So, hohle Eier. Jetzt haben wir hier die Eier. Moment. Und jetzt müssen wir zu Andi. Ja, dem müssen wir natürlich Bescheid sagen, sonst sucht er die hinterher noch. Ist ja logisch, ne? Ist ja Logo. So. Nicht, dass wir den jungen Mann da noch umreiten, meine liebe Summer. Bleib du mal ein bisschen ruhiger hier. Hallo Andi, wir haben uns Eier genommen. Oh, was für schöne Eier. Du brauchst also einen Eierkarton. Ich mach das. Ja, das ist super. Die Eier sind fertig verpackt. Du willst zu Oma, nehme ich an. Wenn sie nicht im Garten ist, ist sie sicher in der Küche. Da musst du einfach reingehen. Bestelle schöne Grüße. Ja, das machen wir doch. Ach, guck mal, Leute, und wir kriegen hier noch. Was kriegen wir denn? Wir kriegen eine Kochjacke. Ja, Moment, wie sieht ihr denn von vorne aus? Ach, gar nicht mehr so schlecht, ne? Ja gut, ist eine Kochjacke, aber pff. Ja, kann man mitarbeiten. Nehmen wir doch einfach. So, wunderbar. So, jetzt haben wir die Eier. Schön, jetzt kommen wir da wieder hoch. Das machen wir wieder mal im Schnelldurchgang, Leute, ne? Damit das hier einfach hier ein bisschen besser passt. Und dann sehen wir uns gleich bei der Oma von Andi. So, was hat der Andi gesagt? Wenn die Oma nicht draußen im Garten ist, dann ist sie wohl drin? Ja, dann wollen wir da doch einfach mal gucken. Da müssen wir drinnen gucken. Nützt ja nun mal alles überhaupt nichts. So, erstmal anhalten hier, absteigen, ihr Lieben. Und dann gehen wir jetzt erstmal rein. So, schöne Grüße von Andi sollen wir bestellen. Und die Eier haben wir auch mitgebracht. Wie schnell ihr seid. Ich habe ja kaum gemerkt, dass ihr überhaupt weg wart. Tja, mein Pony, ne, die kann schon ganz gut laufen hier. Ich habe auf jeden Fall in der Zwischenzeit eine kleine Überraschung für dich geholt. Ich dachte, wenn du mir mit den Pfannkuchen helfen willst, geht das am besten mit einer echten Kochjacke. Ja, Leute, soll ich die jetzt ernsthaft anziehen? Soll ich das machen mit Celine? Ich weiß es nicht. Soll ich das machen? Theoretisch könnte ich das ja machen, ne? Aber ach nein, wir lassen das. Wir bleiben so. Obwohl, doch. So, ihr Lieben, Celine hat sich direkt umgezogen. So sieht das Ganze nämlich jetzt aus. Jetzt ist sie direkt in der Kochkluft. Wunderbar, wir sind startklar. Willst du mir mit dem Teig helfen? Ich werde dir Anweisungen geben, die du einfach befolgen musst. Timing ist wichtig, wenn man den Teig für meine berühmte Pfannkuchentorte macht. Ist der Meisterkoch fertig? Ja, der Meisterkoch ist fertig, nur irgendwie ist Stitch im Weg. Ne? Stitch, geh du mal nach Hause. So. So, jetzt haben wir das Inventar startklar, weil ich fürchte, wir brauchen das. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hier unten haben wir übrigens die ganzen Zutaten. So. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sie gibt gar keine Anweisung. Das ist auch schön. Dann, ja, wenn man den Kochtopf anklickt, dann kommt man trotzdem drauf. Ist ja toll. Wir werden den einfach jetzt immer wieder anklicken. Und hier haben wir die Eier. Und jetzt brauchen wir noch die Milchflaschen. Jawohl.
Und ein Schneebesen. Das ist doch der hier, ne? So, zack. Jo. Klappt super. Ja, ich sehe schon, Celine ist komplett begabt. Sehr schön. Also kochen kann sie auch. So, Moment. Ja, meine Güte, Salz brauchen wir auch noch da vorne. Oh nein. Nein, nein, nein. So, oh, das wird knapp, das wird sehr knapp. Das war aber jetzt doof. Das war total blöde. So, jetzt müssen wir nochmal den Schneebesen haben hier. So. Ja, hat doch geklappt. Sind wir fertig jetzt? Wunderbar. So, wir haben es geschafft, Frau Peckhardt. Was für ein schöner Teig, Celine. Jetzt liegt alles an mir. Ich muss den Teig jetzt braten. Ach, sie brät den Teig. Ja, das ist ja wohl der Hammer. Na sowas. Wie? Und jetzt haben wir ein Zeitsymbol, ihr Lieben. Das finde ich nicht gut. Was soll ich denn davon halten? Wir haben ein Zeitsymbol. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen nochmal zurückkommen. Ja, weil dann kriegen wir nämlich eine Kaffeeeinladung. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle hier in dieser hübschen Küche. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag. Und bis denne. Tschüss.